Hallöchen, ihr Lieben. Ja, da bin ich wieder für euch mit einem neuen Orakel. Schön, dass ihr wieder hier seid und bei mir seid. Ja, ich habe mir gedacht, wir schauen uns jetzt mal die Wochentendenzen an und schauen mal einfach, was so die Woche wichtig wird. Ich fange jetzt auch gleich an. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für all eure liebe Wertschätzung in meine Richtung. Für all eure Geschenke, Abos, Likes, Feedbacks, was ihr mir da lasst, damit unterstützt ihr so dermaßen meinen Kanal und ich kann immer nur wieder Danke, Danke, Danke von ganzem Herzen sagen. Ich hoffe, ich kann jetzt was zurückgeben, ihr Lieben, und wir beginnen. Ihr denkt dran, es ist ein allgemeines Reading und das kann ich auf jeden zutreffen, ne? Spürt euch einfach hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Und das Reading ist trotzdem zeitlos, bedeutet dann, wenn du es findest, die kommenden 7 Tage können für dich wichtig sein. So, oh, hier, das Ast der Stäbe fällt direkt raus. Die Woche. Ich habe sie schon gesehen. Die 3 der Kelche. Der Schwerter, die Zahl 3 könnte wichtig werden, tatsächlich. Dann haben wir hier den Herrscher. Ne, das waren jetzt echt zu viele. Sechs der Stäbe. Und was kriegen wir noch? Oh, die Mäßigkeit. Sehr schön. Und im Unterdeck, wow, ihr Lieben, Ritter der Kelche und die 10 der Kelche. Genau. Also das, was mir hier reinkommt, ist als allererstes, dass hier ganz speziell auf die Liebe, ja, kann es sein, dass sich hier wirklich jemand meldet, der hier eine neue Chance von dir möchte, ja. Es kann sein, dass hier einiges zwischen euch vorgefallen ist. Es kann sein, dass man sich tatsächlich hier anderweitig umgeschaut hat in der Vergangenheit oder viel Diskussion, Streit zwischen euch geherrscht hat, ja, wo hier jemanden tatsächlich jetzt irgendwie trotzdem dieses Feuer, diese Leidenschaft und das, was man mit dir hatte, hier einfach fehlt. Ja, also das ist so das Erste, was ich hier schon mal für diese Woche reinbekomme, dass es hier jemanden geben kann aus der Vergangenheit, der hier quasi tatsächlich erneut auf dich zukommen möchte, hier mit dir tatsächlich auch eine neue Chance haben möchte, etwas aufzubauen. Es geht um liebevolle Begegnungen, Einladungen, die hier stattfinden sollen. Es kann für die einen oder anderen tatsächlich aber auch jemand komplett Neues sein. Ja, ich habe hier Widder vom Sternzeichen oder Krebs, Fische, Skorpion. Und es geht hier auch eventuell darum, dass du diesen Menschen über ein berufliches Feld eventuell kennenlernst oder tatsächlich auch über ein Hobby, kriege ich hier rein. Der Herrscher ist hier jemand, der vielleicht schon ein bisschen älter ist. Ja, ich habe hier einen älteren Herrn drauf, der allerdings jünger wirkt, als er ist. Es könnte sein, dass er ein silbernes Auto fährt. Ich habe hier auch für dich tatsächlich, dass dieser Mensch einen Bart hat. Ja, außer du schaust jetzt auf eine Frau, dann natürlich nicht. Ich kriege ja auch rein, dass der Mensch dunkelhaarig ist, ja, um den es dir hier gehen könnte oder eine dunkelhaarige Person, die diese Woche wichtig wird, ja. Eventuell ist deine Lieblingsfarbe Rot oder du hast sehr viel Rot in deiner Wohnung, in deiner Umgebung, ja, das kommt mir hier auch noch rein. Der Herrscher ist hier so, dass er hier wirklich absolut, und das passt zum Herrscher, absolut siegreich sein möchte, ja, das heißt, hier möchte jemand wirklich dich erobern. Und hier geht es auch um einen Herzschmerz, der geheilt wird. Also falls du auch diese, falls du gar nicht auf die Liebe schaust oder auf was Zwischenmenschliches schaust, ja, dann habe ich hier das Gefühl tatsächlich, dass du hier anfängst, deine eigenen Grenzen zu sprengen, neue Projekte angehst, ja, hier wirklich auch wieder in den Genuss kommst. Vielleicht ist hier ein Treffen, was sich diese Woche irgendwie traurig macht, was nicht stattfinden kann, was abgesagt wird. Ja, aber es wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Das habe ich hier auch. Also hier könnte auch eine kleine Enttäuschung mitgehen, ja. Besonders so Richtung Mitte, Ende der Woche habe ich das, ja. Ich habe ja auch das Gefühl, generell irgendwas wird sehr erfolgreich. Also es kann hier tatsächlich erfolgreiche Gespräche geben in Bezug auf die Gesundheit, ja, dass du hier vielleicht tatsächlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis bekommst oder tatsächlich
dass du eine Kurbestätigung bekommst oder eine Reha wird genehmigt, ja. Sowas habe ich hier. Oder ein Medikament zeigt seine Wirkung, ja, und das, du merkst, wie es dir besser geht. Auch das habe ich hier drin für die Woche. Neue Projekte, die sich hier anzeigen könnten, wo du auch vielleicht das Gefühl hast, da, ich weiß nicht, soll ich da vielleicht weitermachen? Vielleicht bist du seit kurzem da dran, ja, und du überlegst hier, soll ich daran festhalten? Soll ich das vielleicht lieber wieder lassen, ja, weil irgendwie entwickelt sich das hier alles sehr, sehr langsam. Aber dennoch erfolgreich. Ja? Also du solltest hier auf jeden Fall dranbleiben. Das ist das, was ich hier reinbekomme. Ja, ein Treffen, was hier generell sowieso ansteht und zwar mit mehreren Menschen. Ich habe hier die Familie drin, ich habe hier Freunde drin, ich habe hier Arbeitskollegen drin, ja, einen Chef. Eine neue Umgebung kommt mir tatsächlich auch rein. Es kann sein, dass du dich in einer völlig neuen Umgebung aufhältst und dort hast du einfach wirklich schöne zwischenmenschliche Kontakte diese Woche. Ja, also das passt hier auch schon mal. Sehr viel Leidenschaft, die diese Woche auch mitgeht. Ich habe das Gefühl, du wirst hier so eine gute Balance haben von Aktivität und Ruhe, die du dir gönnst. Ja, auch gesundheitlich habe ich hier so ein bisschen, es kann sein, dass der ein oder andere momentan sehr mit seinem Kreislauf zu tun hat. Ja, also Kreislaufprobleme habe ich hier drin. Eventuell auch, gibt es hier irgendetwas, was dir momentan gesundheitlich dich runterzieht, dich erschöpft? Ja, also das haben wir hier auch drin. Geht aber in die Verbesserung kommt in dieser Woche. Ja, das heißt also hier findet eine fließende Verbesserung statt. Ja, also der Herrscher könnte hier tatsächlich auch jemand sein, der eventuell sehr, sehr dominant ist, mit dem du es zu tun hast. Ja, es könnte hier wirklich auch jemand sein, der nicht locker lässt, der hier wirklich mit dir unbedingt in die Versöhnung gehen möchte, ja, und generell die Zehn der Kelche und der Ritter der Kelche, das ist emotionale Erfüllung, ja, und ich habe das Gefühl, hier passiert irgendwas extrem Schönes am Wochenende, wo du wirklich so das Gefühl hast von Dankbarkeit, von Freude, von ja, einfach so ein bisschen ein Glücksgefühl, ja, obwohl das hier auch zwischendurch eventuell wirklich so ein bisschen, ja, in das Gegenteil rutschen könnte, ja, so ein bisschen eine melancholische Stimmung, das kann hier aber tatsächlich auch vom Neumond in den Fischen liegen, ja, also die Fische, das ist ja schon alles sehr, sehr emotional und das könntest du natürlich diese Woche auch noch spüren, dass du da sehr schnell nah am Wasser gebaut bist, ja, dass hier vielleicht das ein oder andere Tränchen fließt, ja, weil sich vielleicht auch etwas eher schleppend entwickelt. Wie gesagt, auch eine Enttäuschung nehme ich hier definitiv wahr, kann in der Vergangenheit liegen, kann aber auch sein, dass du hier jetzt vor kurzem wirklich enttäuscht warst und dieser Mensch kommt hier aber erneut auch auf dich zu, ja, also ich habe hier für einige wirklich eine krasse Versöhnungsenergie mit drin liegen. Ja, tatsächlich habe ich hier auch, eventuell möchtest du eine Einladung aussprechen, vielleicht, das habe ich hier eher in etwas Zwischenmenschlichen, kann natürlich auch bei dem Herzensmenschen sein, für die eine Gruppe, das sind wirklich zwei geteilte Lager, muss ich ganz ehrlich zugeben, für die eine Gruppe habe ich hier, du bekommst diese Zusage und hier geht es in die Zehen der Kelche, ja, und für die anderen bekommst du hier eine Absage und du wirst hier schaffen, gewisse Dinge dann hinter dir zu lassen, weil hier werden Grenzen gesprengt, ja. Und wenn du hier wirklich eine Absage diese Woche kassierst, wo du eine Einladung ausgesprochen hast, ja, dann kann es sein, dass man wirklich dich, dass man dir sagt, komm, wir holen das zu einem späteren Zeitpunkt, ja, weil man jetzt wirklich irgendwie verhindert ist. Oder es kann auch jemand sagen, wirklich, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Ja, also das könnte hier auch passieren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir hier die drei der Schwerter haben. Die Zahl 36 und 33 könnten für dich sehr, sehr wichtig sein oder prägnant sein oder auch die 63. Ja, vielleicht kannst du auch was mit der 3 oder mit der 6 anfangen. Die Zahlen kommen jetzt tatsächlich schon durchgegeben. Ja, also es sieht schon mal recht gut aus. Also irgendwas wird hier wirklich erfreulich. Hier wird etwas erfolgreich und vielleicht auch nach einer längeren Zeit des Herzschmerzes. Ja, und vielleicht kannst du sogar auch diese Woche einen gewissen Herzschmerz hinter dir lassen, in die Heilung bringen, weil du verstanden hast, dass es eigentlich ganz gut war, dass etwas passiert ist, auch was vielleicht wehgetan hat. Ja, hier ist ein Heilungsprozess zu sehen.
Aber auch kann es natürlich ein bisschen anstrengend werden diese Woche, ja. Im Unterdeck habe ich hier die 6 der Münzen. Das heißt, hier kommt jemand sehr, sehr freundschaftlich auf dich zu. Hier ist das Geben und Nehmen im Einklang, ja. Also es könnte hier natürlich auch eine Freundin sein, es könnte ein Kumpel sein, es kann hier aber auch der Herzensmensch sein, ja. Also ich habe hier auf jeden Fall eine Einladung, die sehr, sehr schön wird, ja, eintreffen, was sehr, sehr schön wird. Und wo du auch eventuell neue Informationen bekommst. Ach ja, was kommt mir denn noch rein? Wenn ich ruhig bin, dann channel ich immer, ihr Lieben. Ja, aber das war es jetzt so erstmal grob an Botschaften, die ich hier habe. Wie gesagt, neue Projekte, ja, könnten sich am Anfang so ein bisschen entpuppen als Enttäuschung. Bleibt da unbedingt dran, weil wir sehen hier wirklich einen auf längere Sicht einen Erfolg liegen, ja, und auch eine Erfüllung, also Zuwachs der Münzen, Zuwachs von der emotionalen Zufriedenheit, ne? Also das habe ich hier schon. So, schauen wir mal weiter. Ja, also White Shark haben wir hier Intelligenz, Ausnutzung, Macht, Kontrolle, Albtraum, Angst. Also es kann natürlich sein, dass dich diese Woche auch immer wieder noch Albträume plagen. Das können auch hier die 3 der Schwerter sein, ja. In Verbindung mit dieser Karte tatsächlich ist es so, dass es hier auch um Ängste geht, die hier eventuell wirklich jetzt in die Heilung gehen, ja. Das heißt, du kannst hier eventuell eine Verlustangst hinter dir lassen oder auch andere Ängste, die sich hier in dir angestaut haben, die könnten nochmal angetriggert werden. Allerdings muss ich sagen, du wirst hier etwas ins Gleichgewicht bringen. Ja, also wir haben hier ganz stark das Gleichgewicht und eine Balance, die wiederhergestellt wird. Und wenn das jetzt nicht bei dir zutrifft, kann das hier auch bei einem Gegenüber zutreffen. Ja, generell haben wir hier auch so ein bisschen die Albtraumgefahr tatsächlich weiterhin auch in dieser Woche. Das hatte ich auch schon fürs Wochenende gesagt und ich muss sagen, ihr Lieben, tatsächlich bei mir ist es auch eingetroffen. Ich hatte echt einen krassen Albtraum. Ich weiß, ich kriege das nicht mehr zusammen. Allerdings weiß ich, dass ich ziemlich aufgelöst und weinend aufgewacht bin und auch erstmal irgendwie eine ganze Zeit lang, ja, klarkommen musste, ne? Also das zieht sich hier auch tatsächlich weiter durch diese Woche. Noch ein bisschen. Aber wie gesagt, die Träume zeigen dir ja auch immer noch, wo ein Thema ist, ne? Wenn du dich zumindest noch daran erinnern kannst. Also ich konnte mich leider nicht daran erinnern, jedenfalls nicht komplett, aber ich habe eine Vermutung, ne? Und auch das kann es manchmal sein, dass du eigentlich schon eine Vermutung hast, weil du vielleicht noch so Bruchstücke weißt und dann kannst du da auch in dieses Thema tatsächlich nochmal tiefer eintauchen. Ich habe es hier nicht, dass jemand kommt und versucht, seine Machtposition auszuüben. Ne? Das kann hier beruflich, kann es sein, dass du hier Mobbing oder sowas ausgesetzt warst. Ja, hier kommt auch was ins Gleichgewicht. Hier wirst du tatsächlich, das Geben und Nehmen wird hier in Balance gebracht, ja. Und es kann auch für die einen oder anderen sein, wenn jetzt hier jemand mit einem Neubeginn um die Ecke kommt, da ist Ass der Stäbe und diese Karten zeigen das an, dass du hier wirklich auch ja so ein bisschen das Gefühl hast, okay, du wirst hier wieder ausgenutzt oder hier spielt jemand wieder Spielchen mit dir, ne? Natürlich, wir sind im allgemeinen Reading, deswegen höre da immer gut auf dein Bauchgefühl, aber nicht auf eine Angst. Das ist das, was ich dir sagen kann, ja. Auch die Karte zeigt natürlich die tiefe emotionale Emotionalität diese Woche einfach noch, die einfach da ist, ja, wo es hier wirklich darum geht, seine eigenen Grenzen zu überschreiten, auch tatsächlich sich weiterzuentwickeln und auch eventuell die Komfortzone zu verlassen, ne? Und natürlich kann es auch sein, dass dein Gegenüber jetzt eine Komfortzone verlässt und jetzt wirklich auch mutig und entschlossen hier auf dich zukommt und dich einlädt, ne? Auch das wäre hier möglich. Eine Auszahlung nehme ich noch wahr. Also es könnte sein, dass du irgendeine Nachzahlung oder Auszahlung bekommst. Eine positive Nachricht darüber. Es kann auch sein, dass dir ein Geschenk mitgebracht wird. Vielleicht hast du Geburtstag und hier zeigt sich ein schönes Geschenk für dich an, worüber du dich freust. Auch das habe ich. Was kriegen wir hier noch? Hier haben wir die Passion, ja, also es kann tatsächlich sein, dass für einige hier in der Vergangenheit du in einer Affären-Constellation warst oder tatsächlich auch
ja, Freundschaft Plus oder sowas geführt hast, ja. Und da sehen wir, dass du dich jetzt von dieser Geschichte erholst. Entweder geht das jetzt hier wirklich in die Richtung, wo man sagt, okay, 10 der Kelche, ja, das ist die feste Beziehung. Oder es ist so, dass du dich hier auch davon befreist, ne? Und hier auch sozusagen deine eigenen Grenzen sprengst und auch sagst, nee, das will ich so nicht mehr. Ne? Also das könnte hier auch noch passieren. Für die einen oder anderen kann es auch sein, dass du diese Woche irgendwas Neues ausprobieren möchtest, ja, irgendwie, vielleicht möchtest du irgendwas verändern und da kommt eine Person und sagt irgendwas Mieses zu dir, ja. Das könnte hier aufgrund von Neid und Eifersucht passieren. Ich habe das hier im freundschaftlichen Bereich tatsächlich, ja. Etwas, wo du dich vielleicht auch, wo du anfängst zu hinterfragen, ja, und ist das Freundschaft oder nicht. Also das habe ich hier auch, das könnte auch eine Verletzung sein. Lass dich davon überhaupt nicht aufhalten, ja. Aber ich sehe schon, das wirst du nicht tun. Also auch tatsächlich optische Veränderungen könnten diese Woche stattfinden, ja, wo du vielleicht auch noch so ein bisschen zweifelst, soll ich das machen, soll ich das nicht machen. Ich habe hier tatsächlich, mach es, du wirst hier sehr glücklich damit sein, ja. Also wenn du dir unsicher warst in irgendwas, ja, was du optisch vielleicht verändern möchtest, vielleicht möchtest du die Haare färben und du sagst, ah, ich weiß nicht so genau, natürlich unter Vorbehalt, ne? Wir sind in einer allgemeinen Legung, aber ich habe hier eine sehr krasse Zufriedenheit, die hier auf dich zukommt, ja. Faszination und Flirt, das ist hier auch etwas, es könnte auch sein, dass du dich eine lange Zeit davor gegrämt hast, ja, auf Flirtereien vielleicht einzusteigen oder ja auch Angst hattest, vielleicht das dritte Rad am Wagen zu sein oder Angst hattest, nur für sexuelle Geschichten ausgenutzt zu werden, ja, und auch das ist hier etwas, was sozusagen in die Heilung geht, ja, und das ziemlich erfolgreich. Ja, hier haben wir nochmal die Dancing Flame, das ist die Neugier, das ist auch hier wieder das Ast der Stäbe, ja, also hier Aufregung, Erotik, Hobbys, also für die einen oder anderen, gerade wenn du in Beziehung bist, kann es hier auch tatsächlich sein, dass du hier wirklich ein wunderschönes Date erlebst, auch mit viel prickelnder Erotik, ja, und ja, es könnte einfach wirklich ein schöner Abend sein und du hast hier jemanden auch so ein bisschen, und da nehme ich die Karte tatsächlich im positiven Sinn wahr, du hast hier jemanden wirklich um den Finger gewickelt im positiven Sinne, ja, hier ist jemand total fasziniert, wie von den Socken, ja, also das ist, könnte hier auch passieren, also das ist auch so ein, ja, wie so Funkensprühen, ne, also sehr viel Aufregung auch in euch beiden, das könnte ja auch passieren, kann auch mit jemandem aus der Vergangenheit tatsächlich sein, das wirst du dann am besten wissen. Ne? Auch viele neue Ideen könnten dir diese Woche tatsächlich in die Birne schießen. Ja, vielleicht hast du ja auch tatsächlich Dinge, die du umsetzen möchtest mit Homöopathie oder was die Gesundheit betrifft. Du hast da neue Ideen, die du ausprobieren möchtest. Ja, und du wirst zufrieden sein damit. Vielleicht wirst du auch in irgendwas investieren. Ja, wirst das ein oder andere kaufen. Vielleicht möchtest du auch jemand anderen eine Freude machen, kaufst ein Geschenk. Und ich sag's dir, du wirst sehr zufrieden sein. Es wird sehr gut ankommen. Und es trägt hier eventuell sogar auch noch für den einen oder anderen dazu bei, dass du jemanden anderes hilfst, einen Herzschmerz besser zu verarbeiten. Ja, das haben wir hier auch noch mit drin. So, ich wollte nochmal ins Unterdeck schauen, das habe ich jetzt gerade vergessen. Hier haben wir den Mushroom, ja, das ist der Glücksbringer, das, diese toxischen Eigenschaften hier von einem Herrscher werden wirklich jetzt über Bord geworfen. Ne? Wir haben hier auch die Homöopathie, die hatte ich gerade angesprochen, finde ich witzig. und ich habe wirklich das Gefühl tatsächlich, dass du hier einen Glücksbringer eventuell auch geschenkt bekommst diese Woche. Also es könnte sein, dass jemand dir unerwartet auch einen Glücksbringer in die Hand drückt, ja, und du freust dich riesig. Oder wie gesagt, du beschäftigst dich hier mit Natur, mit Homöopathie, du hast die neue inspirierende Ideen, ja, und du bist ganz aufgeregt, du bist neugierig, ja, und vor allen Dingen wächst du hier auch die Neugier bei anderen Menschen, das habe ich hier eben auch noch für den einen oder anderen, ne?
Ja, also es geht ganz viel auch die Komfortzone zu verlassen, was Neues auszuprobieren diese Woche, ja. Und du hast hier, wie gesagt, den Glücksbringer definitiv auch an deiner Seite. Ich sehe es hier wirklich nicht als toxische Eigenschaft. Ja, es kann sein, dass du hier auch toxische Eigenschaften reduzieren möchtest. Das heißt, es kann sein, dass du weniger rauchen möchtest, dass du vielleicht komplett aufhören möchtest, dass du weniger Süßigkeiten isst, ja, dich besser ernährst, mehr Sport machst, mehr schläfst, was auch immer, ja, es ist völlig egal. Auf jeden Fall haben wir auch diese Energie mit im Boot sitzen tatsächlich. Was ich hier noch reinkriege, das ist noch so eine kleine Nebeninformation. Ich habe hier so ein bisschen eine Konfrontation oder sowas oder auch einen kleineren Konflikt tatsächlich mit einem Kind. Da habe ich hier so ein bisschen das Gefühl, dass es hier momentan sehr, sehr schwierig ist. Auch da kommt wieder eine Verbesserung rein, kann ich sagen, ja. Also das kriege ich hier auch rein. Also hier kippt so ein bisschen vielleicht auch die Stimmung zwischen dir und deinem Kind, ja. Oder tatsächlich auch zwischen dir und einer jüngeren Person. Und es ist so ein bisschen eine Anspannung zu merken, ja. Aber das geht hier auch wieder in die Heilung, ne? Also hier ist auch wieder Versöhnung möglich und auch die Zufriedenheit kommt wieder zurück. Okay, schauen wir mal weiter. Was kriegen wir noch? Ja, hier haben wir die Fledermaus, die Reise ins Reich der Schatten. Also das ist hier diese Herzheilung, ne? Das ist dieser Heilungsprozess, der jetzt auch nochmal angetrieben wird. Das könnte sich zwischenzeitlich, wie gesagt, in dieser starken Melancholie zeigen, ja. Und es könnte auch so ein bisschen sich anstrengend anzeigen, hin und wieder. Aber ich nehme das wirklich so etappenweise war. Also du hast immer wieder zwischenzeitlich wirklich schöne Momente, schöne Gedanken und du schaffst es ja auch definitiv, deine Balance zu halten. Ja, also hier wird dich nichts komplett aus dem Ruder reißen. Ja, also das habe ich hier auch nicht drin. Es kann auch sein, dass die Reise ins Reich der Schatten schon in der Vergangenheit liegt, ja, dass hier jemand tatsächlich, und das könnte auch dein Gegenüber sein, sich mit den Schattenthemen beschäftigt hat, ja, was da nicht so ganz richtig läuft, dass er vielleicht hier auch ausgenutzt wurde, auch von einer anderen weiblichen Person, die ihn hier wahrscheinlich auch mit Leidenschaft oder mit Geld oder ich kriege sogar das Wort Erpressung rein, ja, also es könnte ja auch für einige wichtig sein, ja, und damit hat er sich auseinandergesetzt. So, die Fledermaus könnte dir auf Bildern oder auch im Fernsehen begegnen, ja, also tatsächlich kann es auch sein, dass du eine Fledermaus so siehst, in der Natur abends, ne, dann wäre das hier auch für dich noch ein wichtiger Impuls. Ja, hier haben wir die Schildkröte, das ist die universelle Kraft. Hier geht es auch darum, dass jemand höchstwahrscheinlich sich zurückgezogen hat, der jetzt eventuell aus diesem Rückzug rauskommt. Oder auch du hast dich hier zurückgezogen, hast die Schatten bearbeitet. Ja, es geht hier um die Heilung und jetzt bist du wieder offen, ja. Es kann auch sein, dass du mitten in diesem Prozess diese Woche steckst und dass du einfach merkst, okay, du bist einfach auch erschöpft, ja, du kannst nicht mehr ganz so und ja, das kommt aber dann wieder, ja, also das muss man auch ganz klar sagen. Du hast ja auch eine Führung mit dabei diese Woche, ja, also du bist göttlich geführt, das Universum ist da und falls dir irgendwas diese Woche zu viel ist, ist es auch wichtig, dass du dir Ruhe gönnst, dass du dir Zeit gönnst, ja. Die Schildkröte ist auch sehr, sehr langsam, ne? Wir haben hier eine sehr, sehr langsame Energie. Es kann auch sein, dass du diese Woche irgendwie das Gefühl hast, boah, ey, die Woche geht überhaupt nicht rum, ja, vielleicht, weil du auch viel arbeiten musst oder so, ne? Ach, übrigens, Arbeit habe ich ja auch ein sehr, sehr erfolgreiches Gespräch und es könnte sogar sein, dass du hier tatsächlich eine Gehaltserhöhung bekommst oder ein Präsent von deinem Chef tatsächlich oder auch eine Überraschung von Kunden, Klienten oder wie auch immer, ja? Okay, im Unterdeck habe ich jetzt hier noch die Nachtigall, das ist die Schönheit und die Göttlichkeit, ja auch tatsächlich das Optische könnte diese Woche eine große Rolle spielen, vielleicht möchtest du was verändern, ja, es geht hier aber auch tatsächlich um den göttlichen Schutz und die Nachtigall ist auch immer so der Ruf deiner Seele, ne? Wonach ruft deine Seele, ja, und du solltest hier auch schon schauen, achte auf die Botschaften, die das Universum dir bringt. Ne? Was bekommst du da? Welche Zahlen? Welche Buchstaben kommen dir immer wieder rein? Vielleicht auch welche Symbole
Welche Tiere begegnen dir immer wieder? Ja, also das können alles wirklich wichtige Botschaften sein, natürlich auch deine Träume, sofern du dich daran erinnerst. Gut, schauen wir mal. Wir haben hier noch die Gefühlsexplosion, Ausstrahlung und Leuchten. Genau das wird passieren. Ne? Also du wirst dich hier wieder erholen. Vielleicht ist es auch die Woche einfach wirklich Zeit, sich zu erholen, langsam zu machen, sich gut um sich zu kümmern, auch ein bisschen die Komfortzone zu verlassen, neue Projekte einzugehen, vielleicht auch neue gesundheitliche Themen, die dich hier beschäftigen, wie gesagt, ja, wo du auch was Neues ausprobierst, ja, oder zum Friseur gehst und du wirst hier richtig, das wird dir hier innerlich richtig viel geben, ne? Also du wirst hier eine richtig schöne Zufriedenheit haben, kann auch mit einer Einladung zusammenhängen. So, Verbindung, Brücke bauen und warten haben wir hier. Ja, also es kann natürlich sein, dass du hier sehr, sehr lange auf jemanden gewartet hast, der tatsächlich jetzt sich wieder in deinem Feld zeigt, ja, nach quasi der Reise ins Schatten des Quatsch. Ich krieg's wieder nicht mehr zusammen, ihr Lieben, aber gut, es ist auch schon spät, ne? Also nachdem er sich seine Schattenthemen angeguckt hat, so kann er jetzt hier wieder auf dich zukommen. Das wäre Möglichkeit Nummer eins. Es kann aber auch sein, dass du jetzt hier wirklich quasi sagst, okay, ich bin jetzt wieder offen für was Neues. Ja, ich öffne mich wieder der Liebe. Ich habe mein Herz wieder offen und ich habe jetzt auch keine Angst mehr, weil ich weiß meinen Wert, ne? Auch dein Selbstwert hier leuchtet, ne? Also das habe ich hier auch. Für die einen oder anderen kann es hier tatsächlich sein, dass du auch eine toxische Verbindung hinter dir lässt, ja. Also dass du jemanden quasi ja, zurücklässt und sagst, nee, das willst du nicht mehr. Hier haben wir jetzt die Transformation, Wachstum und Winter. Also das zieht sich hier höchstwahrscheinlich auch schon seit Winter bei dir. Also dieser ganze Heilungsprozess, der ist natürlich in einer Woche nicht, nicht vorbei, ne? Sondern es ist so, hier geht das wahrscheinlich schon seit Winter. Und hier gibt es die, also hier gibt es eine Entscheidung, ja, hier gibt es zwei Wege und hier ist auch ganz viel Unklarheit gewesen. Es kann hier bei deinem Gegenüber sein, ja, es kann sein, dass du hier wirklich unsicher warst, unklar warst, was ist da los, vielleicht auch dein Gegenüber, aber jetzt explodiert das Ganze, ja, hier möchte jemand wirklich die Verbindung nochmal checken zu dir und würde dich hier wahrscheinlich entweder anschreiben oder anrufen, ja. Und du hast hier selber das in der Hand, ne? Ob du dich dem nochmal ja, aussetzen möchtest oder ob du da sagst, nee, ist nicht mehr, ne? Dass du dich jetzt auf was Neues konzentrierst. Das wird hier eventuell auch diese Woche wichtig. Also es könnte hier auch wirklich wichtig werden, dass du eine Entscheidung triffst. Es kann auch sein, dass du sehr, sehr gute Nachrichten von einer Behörde bekommst, ja? Und du darfst da jetzt eine Entscheidung treffen. Und hier kann man wirklich etwas auch aufbauen, ne? Stück für Stück und immer wieder oder immer mehr in die Zufriedenheit kommen. Ich finde es richtig gut, ihr Lieben. So, was haben wir hier im Kuscheldeck? Ja, hier haben wir den Bären, der natürlich auch für den Ex-Partner stehlen kann. Ne? Starke Gefühle, Eifersucht, Autorität. Das spiegelt hier auch den Herrscher wieder. Ne? Also es kann sein, dass du es auch mit einer sehr autoritären, dominanten Person zu tun hast, ja. Und wie gesagt, für die einen oder anderen ist es eine Behörde, für den einen oder anderen ist es ein Herzenmensch, jemand aus der Familie, wer auch immer. Ich habe hier auf jeden Fall dunkle Haare für dich, was wichtig ist. Ja? Und es kann auch sein, dass es hier darum geht, dass hier jemand sehr, sehr eifersüchtig ist. Ja? Also auch das Gefühl von Verlustangst kann hier in die Heilung gehen. Eifersuchtsthemen können hier geheilt werden diese Woche oder sind in der Heilung mittlerweile und sind jetzt abgeschlossen, ja. Und oder hier kommt wirklich ein Ex-Partner sehr, sehr freundschaftlich wieder auf dich zu. Ne? Das kann ja auch möglich sein. Schauen wir mal, was die Immunology noch sagen. Wir haben hier den Neumond im Skorpion. Dring tiefer ein. Also, ihr Lieben, ey. Ich weiß nicht, für die einen oder anderen kann es sein, wirklich, hier dringt gar keiner ein, ja, also wenn ihr versteht, was ich meine, also es geht ja nicht ohne meine Zweideutigkeit, ne, aber mal ganz im Ernst, weil ich habe das jetzt hier mit der Passion und so, ne, also
Grundsätzlich geht es hier natürlich darum, dass man sich seine Emotionen anschaut, ja, und dass dieser Heilungsprozess jetzt quasi wirklich tief gehen kann. Ja. Das heißt also, du wirst hier mit wirklich tief sitzenden Themen vielleicht auch konfrontiert. Das kann hier auch was mit Eifersucht zu tun haben, ja. Oder mit Menschen, die dich nicht akzeptiert haben, toxische Eigenschaften haben, ja. All das könnte diese Woche tatsächlich schon passieren, ja. Also natürlich, der Skorpion ist auch sehr, also ist ein Wasserelement, ne, spricht für die Emotionalität, die diese Woche da ist. Und der Skorpion kann auch im Inneren, ganz im Inneren sehr, sehr, sehr sensibel sein, ne? Und das nicht im bös gemeinten Sinne, sondern wirklich in einem sehr positiven Sinne. Denn es sind Menschen, die wirklich ein sehr, sehr warmes und liebevolles Herz besitzen können, ja. Und ich glaube, da tatsächlich kann es auch sein, dass hier, wie gesagt, jemand tief gegangen ist in der Emotionalität, ja, und für die einen oder anderen kann es hier aber auch wirklich mit prickelnder Erotik was zu tun haben, ne? Oh Mann. Oh, ihr Lieben, ey. So, was haben wir hier für Sternzeichen? Hier kommt schon der Skorpion. Also es könnte sein, dass du Skorpion viel in der Chart hast. Es kann aber auch sein, dass es dein Gegenüber hat, ja. Oder beziehungsweise kann es auch sein, dass du es mit einem Skorpion zu tun hast oder selber Skorpion bist. Hier haben wir den Widder. Was haben wir hier? Den Stier. Hier haben wir die Fische. Hier haben wir die Zwillinge. Hier haben wir einen Steinbock und im Unterdeck habe ich den Krebs. Also die Wasserelemente sind alle dabei, ne? Und wie gesagt, auch wenn dein Sternzeichen jetzt nicht benannt wurde, kann das hier dein Reading sein oder hier kann für dich was drin sein, ne? Tatsächlich habe ich hier für die ein oder andere eine kleine Warnung, die reinkommt jetzt noch. Das möchte das Universum noch rausgeben. Und zwar tatsächlich Pilzesammler unter euch. Ihr solltet hier diese Woche ganz doll aufpassen, denn da könnte sich irgendwas nicht so Gutes mit untermischen. Ja? Also hier ist so ein bisschen eine kleine Warnung drin. Tatsächlich. So, zurück zu den Sternzeichen. Wie gesagt, das Sternzeichen kann passen, muss nicht passen. Ne? Und jetzt schauen wir mal. Ja, hier haben wir schon mal den Montag. Also tatsächlich jetzt gerade, wo ich das Reading drehe, ist es Montag. Also es kann natürlich auch sein, dass du heute dich viel ausgetauscht hast, dass du heute neue Nachrichten bekommen hast, dass du dich jetzt auch eventuell noch beraten möchtest mit vielleicht Familie, Freunde oder auch behördlich oder so. Ja, und im Unterdeck haben wir tatsächlich auch nochmal den Dienstag. Also Montag, Dienstag könnte hier sehr, sehr wichtig für dich werden. Hier kommen neue kreative Impulse rein. Die Zahl 32 oder 23 könnte für dich auch wichtig werden. Die 36 hatte ich ja auch schon gesagt und die 63. Und vielleicht hast du auch an einem 2., 3. oder 6. Geburtstag. Das könnte auch möglich sein. Oder 23, 26 kommt mir noch rein. 32, 36. Vielleicht kannst du mit diesen Zahlen etwas anfangen. Vielleicht siehst du aber auch häufig die 222 oder die 333. Ne? Also vielleicht sind es auch Doppelzahlen, die du häufig wahrnimmst. Dann wäre das hier auch noch ein Impuls für dich. Die Buchstaben M und D könnten für dich wichtig sein. Achtet mal auf eure Nahrungsmittel, die ihr habt. Ich habe hier so ein bisschen tatsächlich eine Vorsicht mit drin liegen, dass hier irgendein Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist und dass das Produkt wirklich schlecht ist, ja. Und dass du dir da auch gesundheitlich so ein bisschen den Magen oder irgendwas verderben könntest, ja. Also das ist hier auch eine Warnung für diese Woche tatsächlich. Okay, schauen wir, was wir noch hier kriegen auf unserem Beutel. Haben wir hier einiges an Buchstaben. Hier haben wir das P, wir haben das A, wir haben das N, wir haben das K, wir haben das U, das W, das Q, das J, das G, nochmal das G, das U,
das L und das I. So, und dann haben wir hier noch tatsächlich die Schildkröte, das Herz, was höher schlägt, und der Schlüssel mit der Blume. Also eine Überraschung in Herzensangelegenheiten. Und hier auch nochmal die universelle Kraft, aber auch die Ruhe, die Erholung, vielleicht ein Rückzug. Ja, hier kommt jemand aus dem Rückzug wieder, hier pocht das Herz hoch. Ja, also bei ihm genauso wie bei dir. Und es kann sein, dass du hier mit diesen Buchstaben noch etwas anfangen kannst. Vielleicht ist es auch so, dass du hier eine Stadt zuordnen kannst. Ich habe hier auch irgendwie ein Jugendzentrum, was wichtig sein könnte. Vielleicht wohnst du in der Nähe von einem Jugendzentrum. Vielleicht arbeitest du mit Jugendlichen. Das kommt mir hier tatsächlich durch. Und wir haben hier auch eine Panflöte noch mit drin. ja, vielleicht spielt das jemand oder kann damit irgendwas anfangen, ja? Okay, denn tatsächlich habe ich hier auch noch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es könnte jemand einen Hund besitzen. Mir kommt ein Hund rein, der recht klein ist. Höchstwahrscheinlich ist er braun oder schwarz. Das kommt mir hier auch noch rein, weil ich hier das Wow reinbekomme. Und es könnte sein, dass er immer bellt, wenn es klingelt. Könnte auch noch eine wichtige Information für dich sein, dass du hier mit in Resonanz gehen könntest, ja. Okay, ja, damit würde ich es jetzt auch belassen. Ich hoffe, dass ich euch hiermit noch eine Freude machen konnte. Heute halte ich es tatsächlich ein bisschen kürzer, weil es schon sehr, sehr spät geworden ist. Ich wollte euch aber trotzdem noch ein Wochenreading reingeben. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche und passt gut auf euch auf, bleibt vor allem gesund. Und ich sage jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.